einem neuen Video von mir. Wie die meisten wahrscheinlich wissen, die meinen Kanal verfolgen, die wissen, dass ich in Amerika war und natürlich habe ich da auch fett geshoppt. Und ich wollte dazu sagen, dass mir meine Eltern nicht alles gekauft haben. Also ich habe sehr viel mir selber gekauft, weil ich gehe jede Woche babysitten und ich hatte noch Taschengeld und ich habe das ganze letzte Jahr nichts wirklich ausgegeben, weil ich wusste, dass wir nach Amerika fahren und dass ich da richtig viel ausgeben werde. Und deshalb habe ich jetzt mir so viele Sachen gekauft und ich bin jetzt eingedeckt mit Oberteilen vor allem. Und wir reden jetzt nicht lang drum rum und ich zeige euch alles. Und fangen wir an mit dem ersten, was ich mir gekauft habe und das letzte. Und zwar sind das Scringies. Also ich habe mir nur zwei gekauft. Und zwar habe ich das. Das ist das erste, was ich mir gekauft habe. Das habe ich mir bei Lululemon gekauft und das ist so rosa. Und also beide Scringies hat meine Mom entdeckt und ich fand die total cool und ich wollte unbedingt eins haben. Und ich finde, das sieht richtig süß aus mit dem Rosa und dem Weiß. Deshalb habe ich mir das gekauft. Und dann das sind halt voll meine Farben, weil ich mag dieses Dunkelblau mit Rot und Weiß kombiniert. Mag ich total gerne. Deshalb habe ich mir das als letztes jetzt in den Hemdens gekauft. Und ich finde das sehr cool. Nur das Problem bei dem ist, das nicht so elastisch. Deshalb kann ich das nicht so tragen, weil sonst schnürt mir das Blut ab. Aber den kann ich so tragen. Und jetzt zeige ich euch die Klamotten aus meinem Lieblingsklamottenladen, die ich gekauft habe. Und zwar ist das einmal von Brandy. Also es ist Brandy Melville. Und da habe ich mir einmal dieses rote T-Shirt gekauft. Ich habe so ein ähnliches auch in Weiß von Topshop. Und ich fand das total cool. Und ich habe es die ganzen letzten Wochen vor den Ferien habe ich es nur noch angezogen. Und dann wollte ich unbedingt noch so eins. Und das ist jetzt rot, weil rot ist einer mit meiner Lieblingsfarben an Klamotten. Weil ich mag das total gerne irgendwie. Und das ist halt hier so geriffelt und hier unten auch und ich finde das total schön. Dann habe ich mir so einen Top gekauft. Das ist halt eng anliegend am Körper und ist halt ein bisschen gekroppt. Und ich habe so eins bei H&M gesehen und das war auch deutlich billiger bei H&M. Aber es war die ganze Zeit ausgekauft. So. Und ich fand das so schön und jetzt habe ich das bei Brandy Melville entdeckt. Das ist so ähnlich und ich finde das total schön und deshalb habe ich es mir gekauft. Dann habe ich mir ein New York T-Shirt gekauft. Das gab es halt in New York und das gibt es, glaube ich, auch nur in New York, weil in Boston habe ich das halt, ich bin in fast jeden Brandy Melville reingegangen, den wir gesehen haben. Und in Boston habe ich halt dasselbe T-Shirt gesehen, nur da stand halt Boston drauf. Das habe ich mir aber jetzt nicht gekauft. Aber das fand ich richtig cool und ich wollte eh so ein Shirt, wo New York draufsteht und bei diesen I Love New York Shops da, die man überall in New York sieht, fand ich die T-Shirts nicht so cool und ich wollte halt was Schlichtes, wo halt nur New York draufsteht und da finde ich das richtig cool. Und zu guter Letzt habe ich mir einen Jeansrock gekauft und den finde ich richtig cool, also der ist auch rot und ich mag rot total gerne, wie gesagt. Und den habe ich, als wir den ersten Tag in Brooklyn waren, habe ich den an einer Frau gesehen und habe mir so gedacht, boah, ist der cool, woher habt ihr den? Und dann sind wir in den Brandy Melville Tag draufgegangen und da war halt dieser Rock und dann habe ich mir den gekauft und der ist richtig cool und richtig bequem. Und das ist mein allererster, den ich so gerne anziehe, also Jeansröcke, weil ich finde, die machen mich total schlank und deshalb habe ich den mitgenommen. Und was ich Touri-mäßig gekauft habe, also ich habe schon Touri-mäßig eingekauft, und zwar habe ich einmal bei Hard Rock zwei T-Shirts gekauft, und zwar einmal von Boston und einmal von New York. Und ich nehme halt in jeder Großstadt, in der ich bin, nehme ich halt so ein Hard Rock T-Shirt mit, weil ich sammle die. Und dann, also deshalb durften die beiden auch nicht in meiner Sammlung fehlen. Und dann habe ich bei den Universitäten, habe ich mir auch zwei T-Shirts mitgenommen, weil ich fand die so cool. Also vor allem Yale fand ich total cool und auf Yale habe ich mich die ganze Zeit gefreut. Und deshalb habe ich mir so ein Yale T-Shirt mitgenommen und ein Harvard T-Shirt mitgenommen. Und das sind beides Kinder-T-Shirts, weil die anderen T-Shirts waren zu teuer. Und die Kinder-T-Shirts, die gingen eigentlich noch vom Preis her. Und das ist halt jetzt eine L in Kinder-T-Shirts. Und deshalb, das ist mir auch ein bisschen zu groß. Das sieht halt ein bisschen männlich aus, aber mei, sieht trotzdem cool aus. Ich mag die Universitäten, sind nur leider sehr teuer. Als nächstes kommt Ted Baker und Ted Baker ist so ein süßer Laden und wir waren da in der Fifth Avenue drin, weil meine Mom wollte da unbedingt rein. Und dann habe ich diese Tasche gesehen und also es ist eine Kosmetiktasche und die ist ultra süß und das fand ich damals schon, also in New York. Und dann
Die war, hat aber 50 Dollar gekostet und da habe ich mir gedacht, nee, ich warte lieber bis zum Outlet, weil wir sind danach ins Outlet gefahren und da gab es auch einen Ted Baker und ich dachte, vielleicht gibt es die da auch, ein bisschen reduziert, aber die gab es dann leider nicht und die ist mir halt die ganze Zeit nicht aus dem Kopf gegangen und in Boston waren wir dann nochmal im Ted Baker drin und dann habe ich sie mir dann dort gekauft, weil sie ist mir halt die ganze Zeit nicht aus dem Kopf gegangen und ist einfach so süß, aber was ich mir dann in New York gekauft habe bei Ted Baker ist diese süße Handyhülle. Das ist einfach eine Handyhülle mit einer Schleife und da ist halt das T von Ted Baker und hier drunter steht dann halt Ted Baker und die ist einfach so süß und die war auch reduziert. Also ich habe jetzt nicht 50 Euro für eine Handyhülle ausgegeben. Ich glaube, die hat umgerechnet nur 20 Euro oder so gekostet und die ist einfach so süß und meine ist halt kaputt gegangen, die von Pink. Das hatte ich ja in meinem What's on my phone tag hatte ich das ja gezeigt, dass sie schon ein bisschen abgeht. Und die ist jetzt endgültig ab, also die sieht nicht mehr gut aus. Und dann habe ich mir halt die gekauft und die habe ich jetzt auch ein bisschen länger. Und bei Tommy Hilfiger habe ich dann noch, also hat meine Mom diesen Rucksack entdeckt. Und ich finde ihn eigentlich total cool. Ich glaube aber, dass der ein bisschen für mich zu groß ist. Aber meine Eltern haben mir den gekauft. Weil ich habe ja einen Vans Rucksack, den ich die ganze Zeit benutze und ich liebe den eigentlich. Aber ich wollte jetzt mal gucken zu Hause, ob da, also ob das nicht doch passt, weil ich mag zu große Rucksäcke nicht. Ich bin da ein bisschen komisch. Aber ich finde den eigentlich so schön und meine, also wenn ich den nicht nutze, dann kriegt den mein Bruder, weil das sind, also meine Eltern finden, das passt auch perfekt zu meinem Bruder. Und ja, deshalb, also sie haben mir den gekauft. Im Outlet waren wir auch bei Ralph Lauren und da haben wir auch richtig viele Sachen gefunden, also ich. Und zwar habe ich da einmal diesen Pulli gefunden, der ist weiß und ich finde den total schön. Und ich wollte eigentlich so einen im Strickmuster, aber der war so teuer und der hat halt ein bisschen aufgetragen und deshalb habe ich mir den dann nicht gekauft, sondern den. Und der war richtig krass reduziert und deshalb durfte der mit. Da der beste Schnapper meines Lebens, glaube ich. Und zwar dieser Pulli. Und zwar kostet der, glaube ich, richtig viel in Deutschland. Also solche Pullis generell von Ralph Lauren kosten richtig viel. Und der hat jetzt einfach nur 9 Dollar gekostet. Und das sind umgerechnet, glaube ich, 7 Euro, 8 Euro. Ich bin mir nicht sicher, aber also richtig billig. Und deshalb durfte der mit. Und ich bin so froh über diesen Pulli. Und die Sachen sind so weit unten und ich muss immer so bücken. Okay, machen wir weiter. Und zwar mit dem T-Shirt. Und zwar war das auch reduziert zusammen mit dem T-Shirt war das auch richtig krass reduziert und die haben beide jetzt 15 Euro so umgerechnet gekostet und in Deutschland kosten die richtig viel, solche T-Shirts, also ich glaube die kosten 40 Euro und deshalb war das auch ein sehr guter Schnapper. Und als letztes habe ich was aus der Jungsabteilung, weil meine Mom wollte das meinem Bruder kaufen, also sie hatte das so am Arm und da habe ich gesagt, wow, cool, wo hast du das gefunden? Und sie so, ja, in der Jungsabteilung. Und dann habe ich gefragt, ob ich das haben kann, weil das sah meinem Bruder eh viel zu groß aus. Also ich habe mir schon gedacht, dass es zu groß ist. Und dann hat sie zu mir gesagt, so ja, das ist für später. Und dann habe ich mir es genommen, weil ich fand das so cool und ich mag das total gerne. Und meine Schwester hat sich dann auch so eins gekauft, weil es gab 2 Stück nur noch. Und ja, das ist mein Lieblingsoberteil, glaube ich, von Ralph Lauren gerade. Und das letzte Oberteil aus dem Outlet ist von Levi's und das habe ich mir nur gekauft, weil meine Schwester wollte unbedingt so ein Levi's T-Shirt und da gab es halt so eine Aktion 2 für 30 Dollar und dann hat sie mich gefragt, ob ich dann auch eins haben will und dann habe ich mir auch eins gekauft und ich wollte halt nicht dieses Basic Levi's T-Shirt, was irgendwie jeder anhat oder anhatte und dann habe ich mir das da gekauft, weil das fand ich richtig cool, als ich das gesehen hatte, hatte ich das schon direkt in der Hand und wollte das so haben und das, da steht halt Levi's drauf und ja. Das war's dann. Steht halt nur lieber als auf und ist halt blau und ich mag die Farbe eigentlich total gern. Und dann habe ich mir bei Gap noch eine Schlafanzughose gekauft, damit ich endlich eine gescheite habe und dann bin ich jetzt ready für die Morgenroutine in den Ferien, weil ich habe vor, die zu drehen. Und die ist einfach, ihr seht es ja, die ist halt blau mit roten und schwarzen Streifen, glaube ich. Oder grün, ist das grün? Egal. Auf jeden Fall fand ich die richtig süß und die war auf 10 Dollar reduziert und die hat mir meine Mom gekauft, weil sie wusste, dass ich eine Morgenroutine
drehen wollte und ich gehe halt mit meiner anderen Schlafanzughose, mache ich halt alles mit der. Ich gehe mit meinem Hund Gassi, ich gehe damit in die Stadt und so und deshalb hat sie mir halt so eine gescheite gekauft und ich bin dankbar dafür. Und dann habe ich noch Schuhe gekauft und zwar sind die von Gomme du Garçon und Chucks, also Converse und so sehen die aus und die habe ich halt, also als ich meinen ersten Scringy, den habe ich bei Lululemon gekauft und da hatten die Verkäufer hatten diese Schuhe an und ich wusste, dass es die Schuhmarke gibt. Ich habe auch schon in Deutschland geschaut, wo es die gibt, aber die habe ich nie gefunden und dann habe ich halt meiner Mom so gezeigt, so ja, das sind die von Gomme du Garçon. Und dann sind wir da die Straße lang gelaufen und dann kam da so ein Laden und der ist mir gar nicht aufgefallen. Also das war voll der unscheinbare Laden. Und dann hat sie gesagt, ey, willst du da nicht mal reingehen und nach den Schuhen gucken? Und dann bin ich da halt reingegangen und habe die Schuhe halt gesehen und habe die anprobiert und habe sie dann sofort gekauft. Also ja, das war, also ich liebe diese Schuhe und ich habe sie jetzt die ganze Zeit nicht angezogen, weil ich wollte sie sauber in die Kamera halten, weil meine Chucks sehen jetzt schon richtig blöd aus. Also die weißen, die ich in meinem Fashion Haul gezeigt habe. Und deshalb, ja, habe ich sie jetzt nicht angezogen und ich dachte mir jeden Morgen so, oh, ich will sie endlich anziehen und jetzt kann ich sie endlich anziehen, weil jetzt habe ich sie in die Kamera gehalten. Und ja, ich liebe diese Schuhe einfach. Ich habe schon oft genug, glaube ich, gesagt. Und im Outlet waren wir auch in Michael Kors drin und da habe ich mir diese Tasche gekauft. Und die ist richtig süß, also die ist halt rosa und die war so reduziert, also da konnte niemand mehr Nein sagen. Also die war vom Originalpreis 70% reduziert und dann nochmal 20% drauf, weil das war so ein Special-Tag oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat die am Ende nur noch 70 Euro gekostet. Und das ist das Modell Emmy, aber ich glaube, die gibt es nicht mehr so, weil im Outlet landen ja die Dinge, die es jetzt nicht mehr so zu kaufen gibt. Aber ich finde die trotzdem so süß und so ein neues Baby. Wie ihr in meinem Vlog gesehen habt, war ich auch bei Tiffany, einmal hier, und bei Sephora. Und bei Tiffany habe ich mir ja dieses Armband gekauft, also von meinem Konfirmationsgeld, was ich geschenkt bekommen habe. Und ich bereue diesen Kauf gar nicht, weil ich mag das Armband total gerne und ich habe mir jetzt so einen kleinen Tick angewöhnt und zwar mache ich immer so, also so, ich schüttle meinen Arm jetzt die ganze Zeit, weil ich das so gerne mag und dieses Armband ist einfach so schön und dann habe ich mir noch diese, also haben mir meine Eltern, haben mir diese Kette noch zur Konfirmation geschenkt und deshalb habe ich zwei Tiffany-Tüten, die andere steht noch unten und das eine ist sogar noch eingepackt, weil sie mussten das Armband mussten die halt ändern und dann habe ich es halt direkt angezogen und dann hat die Verkäuferin noch gesagt so, hey, möchtest du auch so eine Tiffany-Box und dann noch eingepackt? Habe ich so ja gesagt und jetzt habe ich noch so eine eingepackte Box und die muss ich ja nicht öffnen, weil ich muss ja an den Inhalt nicht dran, weil da ist ja nichts drin, außer diese Dinger, hier diese, wie heißen die, diese Ringe sind halt dann noch drin, die damit ich das größer machen kann, wenn ich es brauche, aber brauche ich ja nicht. Und deshalb ist sie so verpackt und die Schleife ist ja immer so süß und deshalb finde ich das voll cool. Und dann habe ich mir bei Sephora vier Sachen gekauft und zwar habe ich mir einmal einen Concealer von Tarte gekauft und zwar ist das nicht dieser eine, der jeder hat, sondern halt der neue, weil der neue ist wasserfest und meine Augen tränen relativ schnell und dann geht das halt der Concealer nicht weg und sieht halt dann nicht doof aus. Und deshalb habe ich mir den wasserfesten gekauft und passend dazu hat mir die Verkäuferin noch dazu geraten, so einen Color Corrector da zu kaufen, halt das Rot oder das Blau von meinen Augen, dass das nicht so durchschimmert durch den Concealer, obwohl der relativ gut ist. Und deshalb habe ich mir den dann auch noch mitgenommen und der war ein bisschen teuer. Also ich fand dafür, dass das nur so ein Color Corrector ist, war der teuer. Der hat 14 Dollar gekostet und der 26 Dollar, also das war echt teuer. Und also die Kosmetiksachen muss ich mir übrigens alle selber mal kaufen. Dann habe ich mir noch ein Fixing Spray gekauft. Ich wollte schon immer mal so ein Fixing Spray ausprobieren und jetzt habe ich eins von Urban Decay und das habe ich so an der Kasse gesehen und es waren halt so Mini-Größen dort. Und habe ich mir gedacht, so, du wolltest schon immer mal so ein Fixing Spray ausprobieren, dann nimm dir doch das jetzt für 15 Dollar mit. Und ich glaube, 15 Dollar ist ein bisschen überteuert, aber das hatte halt so eine coole Verpackung und ich fand das sehr cool, deshalb habe ich mir das mitgenommen. Und dann habe ich noch, wovon ich sehr viel bei amerikanischen YouTubern gehört habe, also so eine Mascara. Und zwar ist das die Better Than Sex Mascara von Too Faced mitgenommen. Und
die gibt es jetzt auch in Deutschland. Also voll blöd, dass ich mir die jetzt hier gekauft habe, weil die ist extrem schwer, weil die Verpackung extrem schwer ist. Und die Mascara finde ich auch gar nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube, ich muss da noch ein bisschen mit ausprobieren. Und weil auf den Videos von denen, die das immer machen, sieht die Mascara mal voll gut aus. Und ich glaube, Bibis Beauty Palace benutzt die auch und die hat immer voll krasse Wimpern. Und ich wollte das jetzt auch mal ausprobieren, deshalb habe ich mir die gekauft. Und was darf bei mir nicht fehlen? Essen. Und ich liebe die Süßigkeiten immer in Amerika. Und deshalb habe ich mir einmal Oreos gekauft, weil Oreos sind die besten. Auch schon in Deutschland. Aber in Deutschland gibt es nicht die Birthday Cake Oreos. Und ich liebe die. Das sind meine Lieblings-Oreos. Und ich werde richtig lecker. Und wenn ihr mal die Chance habt, die zu probieren, müsst ihr die unbedingt mal probieren. Die sind so lecker. Und dann habe ich mir noch einmal so Mauerns, also wie heißt denn das? Starburst, glaube ich. Ich weiß nicht, ich kann das nicht aussprechen. Auf jeden Fall sind das so eine Art Mauerns, nur viel leckerer. Und ich finde die so lecker. Und die hatte ich halt, als ich in Denver war, haben die halt die ganze Zeit gegessen. Und jetzt habe ich die wieder gesehen und habe die halt den ganzen Urlaub gegessen, weil da gibt es auch so kleine Packungen von. Und ich habe halt die ganze Zeit die in mich reingeschaufelt, weil die so lecker sind. Und dann Swedish Fish, weil Swedish Fish ist einfach so lecker. Und oh mein Gott, ich liebe Swedish Fish. Und ihr müsst aber darauf achten, dass ihr Swedish Fish Mini nehmt, weil die sind viel besserer als die großen normalen. Also finde ich. Und deshalb müsst ihr, wenn ihr die kauft, dann müsst ihr darauf achten, dass ihr die Mini nehmt. Und dann habe ich mir noch Goldfisch gekauft, weil das sind so Art Chips, nur mit, also sind halt einfach Chips und die haben halt so einen Cheddar-Geschmack, also nach Käse schmecken die und das ist richtig lecker, das schmeckt einfach total lecker und deshalb habe ich mir die noch gekauft und die gab es in so einem Angebot, so nimm eins und krieg eins dazu gratis und dann habe ich zugeschlagen und die eine habe ich schon aufgegessen mit meiner Familie und die nehme ich jetzt mit nach Hause und esse sie dann dort. Das war's jetzt mit meinem XXL Shopping Haul, glaube ich. Also ich habe echt viel gekauft. So viel habe ich noch nie gekauft in einem Urlaub. Aber ich habe echt lange darauf gespart. Ein Jahr lang. Ihr müsst euch das mal verinnerlichen. Ich habe ein Jahr lang nichts ausgegeben. Nicht wirklich. Ein paar Mal bei Macis habe ich was ausgegeben, aber sonst nicht wirklich. Und ich bin so stolz auf die Sachen. Also ich bin voll froh, dass ich mir die jetzt gekauft habe. Und jetzt kann ich wieder sehr lange sparen, damit ich fett shoppen kann bei uns in Deutschland.